Sehr wahrscheinlich ist es so, dass du gerne beim Sex wesentlich länger durchhalten möchtest. Und ich möchte dir heute ein vollumfängliches Video geben, das dir alles mit auf den Weg gibt, dass du genau das lernen kannst. Dass du lernen kannst, vorzeitigen Samenerguss zu überwinden und richtig schön lange, entspannt und intensiv Sex zu haben. Ich habe über die letzten Jahre mit einigen hundert Männern vorzeitigen Samenerguss aufgelöst. Eine Sache ist mir immer und immer wieder aufgefallen. Das ist die folgende. Die meisten Männer erkennen früher oder später in ihrem Leben, ich habe ein Problem. Ich komme zu früh beim Sex und es belastet mich und es belastet vielleicht auch meine Partnerin. Der erste Schritt ist dann, einen Laptop aufzuklappen und zu recherchieren. Ja, auf YouTube oder auf Google oder in Foren oder wie auch immer. Und instant werden Männer überhäuft mit verschiedenen Tipps, Tricks, Ratschlägen, was sie tun können, um beim Sex länger durchzuhalten. Was die meisten Männer natürlich nachvollziehbarerweise tun, ist, sie wenden diese Tipps und Tricks an. Das Problem ist aber, dass die meisten Männer dadurch kaum einen Schritt vorwärts kommen. Und ich will dir jetzt im ersten Schritt einfach mal erklären, warum das eigentlich so ist. Ich will dir erklären, warum du dein Problem noch nicht aufgelöst hast. Was du verstehen musst, ist, dass ein vorzeitiger Samenerguss meistens durch unterschiedliche Faktoren gleichzeitig bedingt ist. Das heißt, es gibt nicht nur eine einzelne Ursache für deinen vorzeitigen Samenerguss, sondern gleich mehrere. Meistens sind es so 4 bis 5 gleichzeitig. Die Ursachen komme ich auch später noch im Detail zu sprechen. Wenn du jetzt aber anfängst, irgendwelche Tipps und Tricks auszuprobieren, also zum Beispiel Atmung oder PC-Muskeltraining oder eine Stoßtechnik oder wie auch immer, dann setzt du nicht an diesen einzelnen unterschiedlichen Faktoren an, sondern du setzt im besten Fall bei einem einzigen Faktor an. Stellen wir uns also zum Beispiel mal vor, du fängst an, deinen PC-Muskel zu trainieren. Das ist zwar erstmal eine total löbliche Angelegenheit, aber wenn du auf der mentalen Ebene Defizite hast, wenn du Blockaden auf der mentalen Ebene hast, dann kannst du deinen PC-Muskel noch so lange trainieren und kommst nicht dahin, wo du hin willst. Andersrum, wenn du auf der mentalen Ebene arbeitest, aber du hast zum Beispiel eine körperliche Fehlkonditionierung, die dich zuverlässig in den vorzeitigen Samenerguss treibt, dann kannst du noch so viel auf der mentalen Ebene arbeiten oder noch so viel deine Atmung verbessern oder wie auch immer, du kommst jetzt hier keinen Schritt weiter. Und genau aus diesem Grund ist es absolut essentiell, wenn du länger durchhalten möchtest, dass du wirklich alle Faktoren in Betracht ziehst und an allen Faktoren gleichzeitig arbeitest. Und wenn du das tust, dann kommst du eben auch an den Punkt, dass du die Resultate kreierst, die du gerne hättest. Sprich, dass du lernst, deinen Körper beim Sex immer besser und besser zu kontrollieren, ja, die Erregung beim Sex immer besser zu kontrollieren, dass du somit länger durchhalten kannst natürlich. Ja, das führt dazu, dass dieser Ejakulationsdruck, der meistens bei vielen Männern sehr, sehr früh kommt, nach wenigen Sekunden oder wenigen Minuten schon, dass der anfängt, sich immer weiter und weiter nach hinten zu verlagern, das auch wieder dafür sorgt, dass du länger durchhalten kannst. Das wiederum stärkt dein Selbstbewusstsein, stärkt dein Selbstvertrauen, stärkt so die Entspannung, mit der du in den Sex reingehst. Das wiederum macht den Sex viel, viel intensiver und auch schöner für deine Partnerin. Und das sind dann einfach gleich 2 super, super tolle Punkte, die mega, mega wichtig sind für jede Beziehung. Nummer 1. Der Mann wird selbstbewusster, der Mann wird entspannter, das ist wertvoll und gesund für jede Beziehung. Aber natürlich auch Nummer 2, der Sex wird länger, der Sex wird schöner, der Sex wird leidenschaftlicher, der Sex wird intensiver. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger, wertvoller Kleber für jede Beziehung. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kommen wir da hin? Ja, wie kriegen wir das hin, dass wir genau an diesen Punkt kommen? Lass uns das zusammen anschauen. Wie gesagt, der erste ganz, ganz wichtige Schritt ist, die unterschiedlichen Faktoren an sich selbst kennenzulernen, die einen immer wieder in den vorzeitigen Samenerguss reintreiben und dann genau diese Faktoren aufzulösen. Und diese Faktoren, die gehen wir jetzt zusammen durch. Erster Faktor, den ich bei fast allen Männern beobachte, sind Defizite auf der physiologischen Ebene, also auf der körperlichen Ebene. Die meisten Männer haben nie gelernt, ihren Körper und ihre Erregung beim Sex vernünftig zu kontrollieren. Ja, frag dich mal selber, habe ich jemals gelernt, meinen Körper beim Sex zu kontrollieren? Oder habe ich das einfach immer irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen gemacht? Die Antwort ist sehr wahrscheinlich, du hast es nie wirklich richtig gelernt.
Und somit ist es auch häufig kein Wunder, dass Männer zu früh kommen. Stell dir vor, du setzt dich auf ein Motorrad und du bist zuvor noch nie wirklich Motorrad gefahren, du hast es nie gelernt. Die Chancen sind ziemlich groß, dass deine erste Fahrt A sehr, sehr kurz wird und B mit einem Unfall enden wird. Ja? Und ähnlich ist es halt auch in der Sexualität. Dein Körper ist dein Fahrzeug in der Sexualität. Und es ist ganz, ganz wichtig und entscheidend, zu lernen, dieses Fahrzeug zu bedienen und zu verstehen, wie dieses Fahrzeug funktioniert. Ja, die Männer bei uns im Coaching-Programm, die bekommen alle systematische Übungen und Methoden, wie sie genau das erlernen. Und schon allein durch diesen Punkt sehen die meisten Männer schon erste tolle Fortschritte. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Machen wir dann weiter mit einem zweiten essentiellen Punkt. Und der zweite Punkt ist die sexuelle Energie. Wenn du Sex hast, wenn du irgendeine Form von sexueller Handlung vollführst, mit einer Hand oder mit einer Frau oder mit einem Mann, dann ist es so, dass in deinem Körper eine gewisse sexuelle Aufladung entsteht, ja, oder auch eine sexuelle Energie, wenn man so will. Und wenn wir anfangen, Männer dafür zu sensibilisieren und Bewusstsein dafür zu kreieren, dann spüren die meisten Männer diese sexuelle Energie zum Beispiel als einen Druck oder ein angenehmes Ziehen oder Kribbeln im Becken und im Intimbereich. Die meisten Männer wissen noch nicht mal, dass es sowas wie eine sexuelle Energie überhaupt gibt und kommen gar nicht erst auf die Idee, dahin zu spüren und irgendwas mit dieser sexuellen Energie zu machen. Wenn ein Mann aber in der Lage ist, die sexuelle Energie in sich zu spüren, dann kann er in dem nächsten Schritt auch lernen, diese sexuelle Energie im Körper zu verteilen und zu bewegen. Jetzt ist es für die meisten Männer, die ihre sexuelle Energie nicht kontrollieren können, so, dass sexuelle Energie beim Sex im Becken entsteht und sich dort auch im Becken bündelt. Das heißt, die verteilt sich nicht, die bleibt im Becken und im Intimbereich. Und jetzt wird die Energie da mehr und mehr und mehr und möchte sich natürlich irgendwie entladen, möchte irgendwie, sucht ein Ventil, ja, diesen Druck auszugleichen. Und dieses Ventil ist natürlich die Ejakulation, ja, der Orgasmus. Und das ist ein Grund dafür, dass viele Männer beim Sex zu früh kommen, ist einfach, weil sich zu viel sexuelle Energie im Becken anstaut, die sich dann entladen möchte. Was wir im Coaching-Programm mit Männern machen, ist, dass Männer lernen, die Energie im Körper zu verteilen, aus dem Becken hochzuziehen in andere Körperregionen. Und es hat zwei ganz entscheidende Vorteile. Vorteil Nummer eins ist natürlich, dass ein Mann jetzt seinen Ejakulationsdruck zuverlässig nach hinten verlagern kann oder auch beliebig steuern kann. Ein zweiter großer Vorteil ist, dass der Orgasmus dadurch viel intensiver wird. Ja? Der Orgasmus findet dann nicht nur im Beckenbereich statt, als schönes Gefühl im Becken, sondern er fängt sich an, mehr und mehr im ganzen Körper zu verteilen. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt. Nächster Punkt ist die unbewusste Fehlkonditionierung des Körpers. Fast alle Männer, machen wir uns nichts vor, fast alle Männer haben sich in der Vergangenheit durch falsches Masturbationsverhalten fehlkonditioniert. Die meisten Männer haben irgendwann mal angefangen, ihre Sexualität zu erkunden, indem sie einfach bei sich selber Hand angelegt haben und völlig unreflektiert einfach drauf losgearbeitet haben. Und natürlich, wenn man unbewusst etwas immer und immer wieder auf täglicher Basis über Wochen, Monate und Jahre wiederholt, dann konditioniert man sich gewisse Verhaltensweisen an. Dann konditioniert man sich an, wie man seine Muskeln anspannt, dann konditioniert man sich an, wie man atmet, dann konditioniert man sich an, worauf der Fokus beim Sex geht. Man konditioniert sich ganz, ganz, ganz viele Dinge an, die dann immer und immer wieder automatisch ablaufen. Und die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass du vollkommen unbemerkte, unbewusste Konditionierungen dir antrainiert hast, die dich immer und immer wieder in den vorzeitigen Samenerguss treiben. An dem Punkt ist es wichtig, diese Konditionierungen im ersten Schritt ins Bewusstsein zu bringen. Dafür gibt es auch wieder spezielle Übungen und Methoden. Und dann in einem zweiten Schritt diese Konditionierungen umzukonditionieren. Und zwar so umzukonditionieren, dass sie deiner Ausdauer beim Sex dienlich sind. Konditionierungen, die dir dabei helfen, länger Sex haben zu können. Weiter geht's mit einem vierten Punkt, wo ich mal einfach ganz frech behaupten würde, dieser vierte Punkt trifft auf wirklich 99% aller Männer zu.
Reflektier dich mal in dem folgenden Schritt selber. Wenn du in den Sex reingehst mit der Frau, dann sind die Chancen relativ hoch, dass da ziemlich viele Gedanken und Gefühle bei dir aufkommen. Da kommen Gedanken auf wie, hoffentlich komme ich jetzt heute nicht wieder zu früh. Hoffentlich kann ich irgendwie lange durchhalten. Hoffentlich gefällt ihr das. Hoffentlich mache ich alles richtig. Hoffentlich nimmt sie mich als attraktiven, guten Liebhaber wahr. Ja, also ganz, ganz viel Denkaktivität. Und diese Denkaktivität bringt meistens Gefühle mit sich, wie Verunsicherung, Nervosität, Anspannung oder Leistungsdruck oder vielleicht sogar auch Angst. So, die meisten Männer haben nie gelernt, mit diesen Gedanken und Gefühlen umzugehen. Es kommen ganz viele Gedanken, Gefühle und stellen sich einfach mal beim Sex richtig in den Weg und hindern den Mann daran, eine schöne sexuelle Erfahrung zu haben und lange durchzuhalten. Aber der Mann hat keine Ahnung, wie gehe ich damit eigentlich um? Was die meisten Männer machen, ist, sie versuchen einfach, diese Gedanken irgendwie wegzudrücken, die Gefühle irgendwie wegzudrücken, sich vielleicht abzulenken, sich beim Sex vielleicht gut zuzureden, sich irgendwie positive Gedanken zu machen. Aber sind wir mal ehrlich, so wirklich funktionieren tun diese Strategien fast nie. Und das Ganze hat zur Folge, dass ein Mann in den Sex reingeht und dann kommen da viele negativen Gedanken und Gefühle und diese negativen Gedanken und Gefühle kontrollieren dann den Mann, anstatt dass der Mann seine Gedanken und Gefühle kontrolliert. Und das ist aber ein Punkt, der ist für jeden Mann im Angebot. Das kann man lernen, auf eine so souveräne Art und Weise mit Gedanken und Gefühlen umzugehen, dass man diese Gedanken und Gefühle im Griff hat und sie einen beim Sex nicht mehr limitieren und beeinflussen. Und damit kommen wir zum fünften und letzten Faktor. Auch das ist ein Faktor, würde ich sagen, der trifft auch wieder bei fast allen Männern zu. Und das ist, würde ich auch fast sagen, der wichtigste Faktor von allen Faktoren, die wir bis hierhin angesprochen haben. Und dieser Faktor sind deine Glaubenssätze. Wenn du beim Sex in irgendeiner Form Anspannung erlebst, Leistungsdruck erlebst, Versagensangst erlebst oder Unsicherheit erlebst, dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass du da einige unentdeckte limitierende Glaubenssätze in dir trägst. Und die Betonung hier liegt wirklich auf unentdeckte Glaubenssätze. Glaubenssätze, die dir noch nicht bewusst sind. Glaubenssätze, das sind unreflektierte Vorannahmen, unreflektierte Überzeugungen über sich selber, also Glaubenssätze, die man über sich als Mann, als Liebhaber, als Mensch hat. Das sind Glaubenssätze über Sexualität, also wie funktioniert Sexualität, wie sieht guter Sex aus, aber das können natürlich auch Überzeugungen sein darüber, wie Frauen ticken, was Frauen gut gefällt, wie Frauen so denken, was Frauen beim Sex wollen. Und die meisten Männer haben hier ein total verzerrtes Bild. Die haben ein verzerrtes Bild von Sexualität, haben ein verzerrtes Bild davon, was Frauen wirklich wollen, haben ein verzerrtes Bild davon, wie guter Sex aussieht. Und leider Gottes haben sie auch ein verzerrtes Bild von sich selbst, von ihrer eigenen Männlichkeit, von ihrem eigenen Selbstwert. Und das führt dazu, dass ein Mann in den Sex reingeht. Und der Sex ist eine Situation, da geht es nur um Spaß, da geht es um Intimität, da geht es um Verbindung, da geht es um Leidenschaft. Aber der Mann schafft es, durch seine verzerrten Glaubenssätze in den Sex reinzugehen und eine Prüfungssituation zu erleben. Nicht, weil Sex eine Prüfungssituation ist. Sex ist keine Prüfungssituation, aber weil der Mann ein verzerrtes Bild hat, verzerrte, limitierende Glaubenssätze in sich trägt. Und solange diese Glaubenssätze da unentdeckt sind und ihr Unwesen treiben, solange musst du quasi in den Sex gehen und angespannt sein. Es geht quasi gar nicht anders. Und solange du angespannt in den Sex reingehst, solange wirst du auch immer und immer wieder mit vorzeitigem Samenerguss zu kämpfen haben. Und deswegen ist es absolut essentiell, diese verzerrten Glaubenssätze aufzudecken im ersten Schritt, aufzulösen im zweiten Schritt, sodass du lernen kannst, immer entspannter und selbstbewusster in den Sex reinzugehen. Und dadurch löst sich für viele Männer halt auch wirklich schon eine große Portion ihres vorzeitigen Samenergusses auf.
Und was wir bei uns im Coaching-Programm machen, ist, dass wir eben diese Glaubenssätze ganz besonders in unseren Einzelsitzungen systematisch erstmal aufspüren und dann in dem nächsten Schritt auflösen. Und es ist manchmal ein Prozess, der braucht ein paar Wochen, aber der lohnt sich ungemein. Denn eine schöne Ausdauer beim Sex zu erlernen, das ist für jeden Mann im Angebot. Ja, 10, 15, 20, 30 oder sogar 60 Minuten Sex zu haben, kann jedermann lernen. Und das lohnt sich. Das ist eine wunderschöne Sache, die eine Beziehung zwischen zwei Menschen einfach intensivieren kann, die wahnsinnig viel Spaß macht, die das Leben immens bereichert. Und ich finde, es ist ein Jammer, wenn Männer dieses Potenzial einfach nicht anzapfen. Daher, wenn du genau das lernen möchtest, und zwar auf eine systematische und zuverlässige Art und Weise, dann komm einfach mal in ein kostenloses Wachstumsgespräch mit uns. Das ist ein kostenloses Gespräch, wo wir uns diese Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben, anschauen können und einen Weg erarbeiten können, wie du dein Problem zuverlässig über einige Wochen hinweg auflösen kannst. Das Gespräch ist komplett kostenlos, das kannst du einfach mal so für dich mitnehmen. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und dann lernen wir uns dort kennen oder allerspätestens im nächsten Video. Ciao, ciao.